Ah, du bist dran. So. Nun, good morning, everyone. Guten Morgen alle zusammen. My name is Arne, ich bin Arne heute. Werde ich euch unterhalten, ein bisschen mit ein bisschen GPG, Benutzbarkeitsthemen. Also danke, dass ihr so früh da seid. Ich weiß, manche hatten eine sehr kurze Nacht. Und kurz gesagt für die Ungeduldigen, warum ist GPG nahezu unbrauchbar? Nun mal, ich weiß nicht wirklich warum. Nun, wir müssen das mehr eruieren, wie immer. Es ist nicht, wie wenn man einen Thermometer braucht. Es ist nicht etwas zwischen Sozialwissenschaft und Sicherheit. Aber ich werde euch interessante Hinweise zeigen oder was Sie finden für Zukunftsansichten. Dieser Vortrag ist über mögliche Erklärungen zu diesen Fragen. Ein bisschen Kontext nun, etwas über mich, damit Sie wissen, durch welche Brille ich etwas sehe, wo ich herkomme. Nun, mein Hintergrund ist Mathematik, Informatik und internationale Beziehungen. Mein beruflicher Hintergrund, ich habe die Evaluation und Training von eingebetteten Systemen gemacht und Doktorstudent der Usability, der Benutzbarkeit studiert. Aktuell lehre ich neue Studenten, um die neue Generation vorzubereiten auf Sicherheitsthemen. Nun, ich möchte eure Erwartungen ein bisschen runterschrauben, sagen, worüber ich nicht sprechen werde. Und ich werde euch auch ein paar Hinweise geben, wo Sie weitersuchen können. Ich werde nicht zu viel in Detail gehen über Krypto und Sicherheit. Da sind Links, die Sie besuchen können, interessante Talks, interessante Papers. Wenn Sie ein Neuling sind und über Basiswissen verfügen wollen oder Kryptographie oder Geschichte, das werde ich alles nicht sagen. Und ich werde auch nicht GPG schlecht machen. Obwohl der Titel ist, warum ist GPG beinahe unbrauchbar? Ich denke, es ist ziemlich eine wunderschöne Bemühung. Und es gab genug Leute, die GPG schlecht gemacht haben, bevor mich. Und außerdem werde ich nicht endgültige Antworten geben. Es kommt darauf an. Dann fragen Sie vielleicht, es kommt auf was an? Na, es kommt auf die Benutzer an, es gibt auf die Ziele an, was sie haben, es gibt in welche Umgebungen, in welchem Kontext sie diese Sachen machen. Also stattdessen werde ich eure Inspirationen ein bisschen sticheln, euch eine neue Sicht auf die Sicherheitsumgebung geben. Und auch so konkrete Übungen, dass Sie probieren können zu Hause oder in Ihrem Büro. Und auch Best Practice Sachen zu tun und lassen. So, hier ist die Übersicht. Ich werde starten mit der Geschichte, warum ich diesen Vortrag mache, dann Übersicht der Sicherheits, dann Prinzipien und Methoden, ein paar Beispiele, dann werden wir eine Fragerunde haben und eine Diskussion. Also wie hat es angefangen? Es hat alles angefangen mit diesem Buch, No Place to Hide, Glenn Greenwald. Als ich über Snowden gelesen habe, habe ich gelesen, wie Snowden Glenn Greenwald kontaktiert hat. Am 1. Dezember 2012 hat er eine E-Mail an Glenn Greenwald geschickt, in der er sagte, wenn du PGP nicht nutzt,
werden einige Menschen niemals in der Lage sein, dich zu kontaktieren. Also bitte installiere dieses hilfreiche Tool. Und wenn du Hilfe dafür brauchst, dann sag mir bitte Bescheid, ich helfe dir. 3 Tage später hat Glenn Greenwald gesagt, sorry, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich kümmere mich drum. Snowden schreibt zurück, okay, kein Problem. Also, wenn du Hilfe brauchst, kein Thema, sag Bescheid. Nur sieben Wochen später. Mache ich das, sagt Glenn Greenwald, ich mache das vermutlich in den nächsten Tagen. In der Zwischenzeit wurde Snowden etwas ungeduldig. Warum verschlüsselst du nicht, Glenn? Also hat er eine weitere E-Mail geschrieben an Michael Lee. Hallo, ich bin ein Freund. Kannst du mir helfen, mit Laura Potters in Kontakt zu treten? Und er hat da zusätzlich auch noch ein 10-minütiges Video für Glenn Greenwald gemacht, in dem er beschreibt, wie man GPG benutzt. Hier sind mal einige Screenshots aus diesen Videos. Recht interessant. Snowden wurde natürlich immer nervöser, bedingt durch die ganze Situation. Das ist das Video, das Snowden erstellt hat. GPG für Journalists. GPG für Journalisten. Für Windows. Ich klicke hier nur noch mal kurz durch. Ich glaube, die Slides sprechen für sich selbst. Guckt euch mal das genau an. Hier könnt ihr ganz viele Usability-Probleme erkennen. Durch den Weser klicken, hier erstellt er einen neuen Schlüssel. Wir wollen natürlich ein ganz langes Passwort hier haben. Und natürlich wollen wir auch, werden wir keine Schlüssel auf dem Schlüsselserver finden. Und wir müssen sicher gehen, dass die Schlüssel auf dem Schlüsselserver erscheinen. Und wie wir hier die Messages in Enigma oder in Thundermail, die Nachrichten erstellt werden können. Ich glaube, ihr könnt jetzt langsam verstehen, warum Glenn Greenwald beim Öffnen dieses Videos gesehen hat, oh, das ist mir zu viel Arbeit, ich werde mich nicht damit beschäftigen. Es war schon etwas unverschämt, nach nur 12 Minuten Video zu sagen, falls Sie weitere Informationen brauchen, rufen Sie mich einfach an oder kontaktieren Sie mich einfach. Snowden hat ein Video gemacht. Wir müssen Leuten helfen, die Sicherheitssysteme zu überprüfen. Aber zusätzlich müssen wir auch die Benutzererfahrung verbessern. Das ist hier das Transkript seines Manifests, in dem er sagt, GPG ist nahezu unbrauchbar. Selbst wenn ihr Benutzerzeile benutzen könnt, aber GemGem wird es niemals zu Hause benutzen können. Des Weiteren erwähnt er auch, wir sind Teil einer technischen Elite und er fordert uns auf, die Alphabetisierung, die technische Alphabetisierung der Leute voranzutreiben. Denn wovor er warnt, ist eine Priesterschaft, ein elitärer Zirkel von Personen, die exklusiv das Recht oder die Kenntnisse von Techniken haben. Gibt es tatsächlich sowas wie ein New Dawn, also einen neuen Aufbruch? Ich möchte nochmal zurück in den Bereich der benutzerfreundlichen Security gehen. In eine dunkle Zeit. Zurück in 99. Es gab diese
diese Schrift, diese Paper, warum kann Johnny nicht verschlüsseln? Es beschreibt ungefähr dieselbe Benutzeroberfläche. Wenn Sie zurückgehen, wenn Sie zurückgehen zu Video, diese Video, die ich vorher gezeigt habe, schauen Sie diese Screenshots von 99. Ist es sehr anders? Es hat sich nicht sehr viel geändert. Es gibt immer dieselbe Schwierigkeiten zu verstehen, dieselbe blöde Unbenutzbarkeit. Aber bemerkenswert, dass es gibt in diesem Paper eine Beschreibung, eine Benutzerstudie, und Benutzer hatte 90 Minuten, um eine E-Mail zu verschlüsseln und zu signieren. Und die meisten wurden unfähig, das zu tun. Die haben es nicht geschafft. Ich denke, das beschreibt unglaublich, das beschreibt geradezu unbrauchbar. Also eine Zeitreihe von 99 bis jetzt, der Stand der Forschung in Benutzbarkeit. Vieles ist passiert, aber das ist ein Bereich, das wächst. Die Benutzbarkeit in Sicherheit nur in 1969 wurde der Konzept von Sicherheit zentriert auf den Benutzer. Ein interessantes Paper vom 99 zeigt, wie ungleich die allgemeine Vorstellung, dass der Benutzer der schwachste Glied in der Sicherheit. Dieser Paper beschreibt, dass die Benutzer sehr rational handeln und die haben nur ein Problem, wenn sie nicht verstehen, der Sinn von dem, was sie tun. Also die Studie von PGP 5, von dem ich gesprochen habe, dann gibt es auch eine andere Studie vom CASA-Netzwerk in 2002. Und es wurde gefunden, dass sehr viele Benutzer teilten Ordner aus Versehen, also persönliche Bilder, wer weiß, vielleicht Kreditkarte, Daten, du kannst nicht wissen. In 2002 viel Wissen über Design, Sicherheit, Design wurden zusammengefasst in 10 Schlüsselprinzipien. Falls es Ihnen interessiert, können Sie dieses Paper nachlesen. Nun, eine Lösung zum PGP-Problem war angeboten in 2004. Es war früher, aber das wurde getestet in 2005. Es wurde gefunden, dass eigentlich jeder automatisierte Schlüsselaustausch, diese Sachen sind machbar. Aber letztes Jahr eine andere Recherche hat herausgefunden, ja, Transparenz in Sicherheit ist gut und schön, aber es ist auch gefährlich, weil die Benutzer werden eher weniger vertrauen diesem System. Die sind auch eher weniger wahrscheinlich, dass sie verstehen, worum es geht. Die Benutzer in allgemein haben ein sehr schlechtes Verständnis von der Architektur, die darunterliegende. Wie geht es von A nach B und was passiert dazwischen? Beispiele. Bevor ich weitergehe zu generellen Benutzbarkeitsprinzipien, der grundlegende Pol, werde ich ein paar Beispiele geben von Fehlschlägen der Benutzbarkeit. Ihr kennt vielleicht das Projekt Venona. Es war ein Projekt, das versucht hat, Sowjet-Kommunikation zu entschlüsseln. Sie haben
viel Spionage entdeckt und die Software benutzt One-Time-Pad und benutzt sehr viel Informationen über den Klartext. Ein weiteres Problem, was wir sehr stark haben, ist tiefe Entropie des Passworts. Eine andere Studie beschreibt die mentale Modelle, die Benutzer haben von der E-Mail-Architektur. Dies ist hier eine sehr simplifizierte Beschreibung, eine Zeichnung eines Teilnehmers der Studie, wie eine E-Mail von A nach B kommt. Er zeichnet, es geht von einer Seite zur anderen. Okay. Okay, so this died. So these are two screenshots. Also das sind zwei Screenshots von einer E-Mail. Wenn ich sie alles Klartext markiert hätte, würdet ihr vielleicht nicht erkennen, welche welche ist. Das ist ein großer Fehlschlag in der Benutzbarkeit. Man sieht überhaupt nichts. Oh. Das ist genau der Punkt. Also, links haben wir ein Bildschirmfoto, das die Kommandozeile zeigt. Wir mögen die Kommandozeile vielleicht, aber normale Leute können damit nicht umgehen. Also, PGP ist eben auch benutzt in Bildschirmapplikationen. Hier ein Beispiel, da wundert ihr euch vielleicht, was ist das? Das ist ein altes, vielleicht 4000 Jahre altes Sicherheitsgerät. Also etwas, das ich euch als Hausaufgabe mitgebe. Nehmt euren Laptop mit zu eurer Oma und zeigt ihr PGP. Wird sie das verstehen? Vielleicht, also ich glaube nicht. Also, jetzt werde ich in die Benutzbarkeits-Keypunkte gehen. Ich fange mit dem Heuristik. Manche Leute nennen das die 10 Gebote, zum Beispiel die 10 Gebote von Jacob Nielsen, Don Norman. Es kommt darauf an, an wem sie glauben, solche Sachen. Aber der Hauptpunkt ist, das Design ist für Menschen gemacht. Und Google sagt das sehr gut in ihrer Guideline. Fokussieren den Benutzer und alles andere wird folgen. Oder ein Benutzerkeitsmotto, du sollst testen, bevor deine Benutzer. Es gibt ein Problem. Das sind abstrakte Meinungen. Was du tust, du gehst raus in die Welt, du fängst an, Leute zu beobachten. Eine gute Übung zu probieren ist, geh zu einem Automaten, zum Beispiel beim S-Bahn. Steh neben diesem S-Bahn-Automat und sieh, wie die Leute Tickets kaufen. Es ist ziemlich unterhaltsam eigentlich. Und etwas, was du auch machen kannst, ist, du suchst Benutzbarkeits-Fails. Wenn du Leute benutzt, es ist genau das, was du tust. Du kennst auch Google, GUI-Fail
oder Benutzbarkeit, Fehlschlag. Du wirst ganz viele lustige Sachen finden. Also, das sind die Heuristik über die Prinzipien, die darunter liegen. Benutzbarkeit oder Design der Interaktion ist ein Zyklus zwischen dem Benutzer und dem System. Der Benutzer ist in die Welt, der agiert in die Welt und der bekommt Feedback, der bekommt Rückmeldungen, er interpretiert es. Ein sehr wichtiges Konzept ist, dass die Sachen sichtbar sein müssen. Die unterliegenden Systems müssen sichtbar sein und die Rückmeldung muss vorhanden sein. Das sind die Prinzipien Evaluation und Ausführung, Yin und Yang. Und es gibt zwei konkrete Probleme, die das illustrieren. Zum Beispiel das Knopfproblem. Wie weißt du, was passiert, wenn du einen Knopf drückst? Und wie du es drücken kannst? Also, leider habe ich kein Bild davon, aber die Oxford-Station, die Wasserhahne in die in Bad sagen, drück und die muss sie drehen. Dann gibt es das Problem mit dem Klotür. Wie weißt du, ob ein E-Mail verschlüsselt sein wird? Das hier ist ein Bild. Es gibt im Grunde zwei Schlüssel. Eins ist gebrochen. Wenn du der Knopf an der Türknopf drückst, dann wird es geschlossen, aber das ist gebrochen worden. Ein anderes sehr wichtiges Konzept ist der Konzept der mentalen Modelle. Es ist eine Frage, welche Ideen haben die Benutzer vom System, wenn sie damit interagieren? Wie können sie sich Wissen aneignen? Zum Beispiel, wie kann man erreichen, dass ein System entdeckbar ist? Wie kann man sicherstellen, dass ein Benutzer das System entdeckt? Und dass sie, wenn sie das tun, weniger Fehler machen werden. Das ist das Konzept von Poké-Yoke. Da ist ein Beispiel. Das sieht man mit Floppy Disk, mit USB-Sticks und so weiter. Es ist so gedacht, dass man weniger Fehler machen soll. Es ist auch die Idee, wie kann man die Leute ermöglichen, dass sie Wissens weitergeben. Eine Sache ist Metaphor. Ich weiß nicht, wie viel von euch das erkennen. Das ist Microsoft. Normalerweise PC-Systeme sind gebaut an einem Metaphorsystem. Microsoft Bulb hat ein bisschen zu viel. Um Wissenstransfer zu ermöglichen, kann man auch Systeme standardisieren. Ein sehr wichtiger Werkzeug dafür sind Designsprachen. Wenn Sie designen für iOS, schauen Sie die Mensch-Interface-Guideline von iOS, dasselbe für Windows, schauen Sie die Design-Richtlinien, auch für Android. Es gibt Guidelines, es gibt Richtlinien, weil alles eine andere sehr interessante Übung, das mit Designsprachen zu tun hat und auch um sich ein bisschen warm zu werden, wie Designer mit Benutzer kommunizieren wollen, ist ein Interface zu schauen, versuchen zu dekodieren, was will der Designer mit uns mitteilen. Noch eine interessante Übung ist, schauen, nicht Benutzbarkeit, aber Unbenutzbarkeit. Es gibt dieses sehr interessante Buch called Evil by Design. Es erklärt alle Techniken, die von Designern benutzt werden, um Benutzer zu verwirren, damit sie etwas kaufen, extra Hotels, Zimmer, damit sie Autos buchen zusätzlich. Ryanair ist ziemlich das Schlimmste dafür bekannt. So. Also, was, wenn ihr rausgehen wollt und ihr selber einfach diese Prinzipien umsetzen möchtet? Das Erste, was ihr tun oder wissen müsst,
Design ist ein Prozess. Der erste Teil davon handelt davon, das Problem erstmal zu definieren. Erste Brainstorming. Dann versucht man, das Problem einzugrenzen auf die genauen Erfordernisse. Und danach versucht man einfach, das nochmal auszuprobieren und zu testen. Was nutzen die Usability-Experten also? Was für Tools haben sie? Exa Pro. Eine der meistbenutzten Methoden ist immer noch die Post-it-Notes. Nimm einfach ein Stück Papier und einen Stift. Und wo sollte man so etwas testen? Testet es einfach da draußen. Geht zu den Ticketautomaten. Aber probiert es auch in einer kontrollierten Umgebung, in einem Labor. Wie testet man? Versucht möglichst echte bezogene Personen zu bekommen. Manchmal ist es etwas schwierig, die Personen und die Leute halt ins Labor zu bekommen, aber es ist nicht unmöglich. Aber wenn ihr sie erstmal ins Labor bekommen habt, gibt es so viele Methoden zur Evolution von Usability. Ihr könnt sie euch auch selber angucken. Hier einige sind hier aufgeführt. Guckt da, was am besten für eure Situation passt. Wenn ihr diese Methoden benutzt, achtet auf folgende Aspekte. Unter anderem müsst ihr beachten, wie gut etwas funktioniert. Ihr müsst euch einige Metriken angucken können. Und am Ende eurer Evaluation könnt ihr euch angucken, ob ihr einen guten oder einen schlechten Job gemacht habt. Das war gut, das war schlecht, daran müssen wir noch etwas arbeiten. Das sind die standardisierten Methoden, um so etwas zu überprüfen. Wie effektiv sind Menschen und so weiter. Ihr könnt euch die hier einfach kurz durchlesen. Für einen quick, schnellen Start ist das ein sehr interessantes Buch, Rocket Surgery Made Easy. Vorbereitung ist die halbe Arbeit. Guckt, dass alles funktioniert, dass jeder, der benötigt wird, zur richtigen Zeit im Raum ist. Und ihr seid nicht alleine. Und am wichtigsten ist vermutlich Usability und Sicherheit. Die Nutzbarkeit ist immer noch ein großes Feld. Und die meisten Probleme, die ihr sehen werdet, denen ihr begegnet, sind Probleme, die andere Leute auch schon hatten. Deswegen empfehle ich euch dieses Buch UK Storytellers, in dem einfach User Experience Storytellers, in dem einige der Probleme angesprochen werden. Die Hausaufgabe ist im Prinzip, guckt euch an, wer ist euer Benutzer und in welchem Kontext wird ihr die App, die Software benutzen. Genauso gilt es zu beachten, wie bringe ich den Benutzer mit ins Spiel, nicht nur während des Testens, sondern auch danach. Einige Beispiele kurz im Folgenden von Verschlüsselungssystemen. Es gibt ganz viele und das ist nur eine ganz kleine Auswahl. Ich möchte euch hier speziell drei vorstellen. OpenPGP-Stanne, CryptoCat und TechSecure, kurz zeigen. OpenPGP. E-Mail hat mittlerweile schon 50 Jahre auf dem Buckel. Es gibt mit S/MIME auch einen weit benutzten Verschlüsselungsstandard. Es ist generell möglich, ihn zu nutzen, auf vielen Maschinen zu nutzen, aber es wird nicht so häufig genutzt. Und GnuPG ist nicht in den Voreinstellungen installiert. Und die Benutzbarkeit sagt definitiv, es gibt nichts Besseres als die Default-Einstellung. Also stellen wir uns die Frage, gibt es überhaupt noch eine Zukunft für OpenPGP? Ich würde sagen, ja, es gibt Browser-Plugins, die es einfacher für Benutzer machen. JavaScript zum Beispiel.
Wenn wir zum Beispiel Mavelope angucken, die EFF Scorecard hat eine ganz gute Beurteilung des Ganzen. Besser auf jeden Fall als der ursprünglichen Implementierung von PGP. Jetzt ist auch Google noch an Bord gekommen und wird auch ebenfalls ein Ende-zu-Ende-Plugin anbieten. Yahoo gehört offensichtlich auch zu dieser Allianz. Nach den Veröffentlichungen von Snowden ist das Interesse an diesen verschlüsselten Methoden sehr stark angestiegen. Und das ist zum Beispiel eine Website hier, wo einige dieser Projekte genannt werden. Ein Projekt, das ich besonders hervorheben will, ist MailPal. Denn ich glaube, sie gucken sich sie haben einen sehr guten, interessanten Ansatz. Können wir OpenPGP als Eintrittstor benutzen? Die anderen, ganz, ganz viele Sachen sind nicht verschlüsselt, wie zum Beispiel der Header. Also wir brauchen generell sichere Optionen. Und CryptoCat, wie sieht es hier aus, ist eine Online-Chat-Plattform, die JavaScript benutzt. Ob es dadurch besser oder schlechter wird, ist sei dahingestellt. Es ist nicht toll, aber es kann natürlich besser gemacht werden. JavaScript-Crypto ist aber noch nicht mal das schlimmste Problem. CryptoCat hatte ein ziemlich desaströses Problem, wo alle Nachrichten, die darüber versendet wurden, sehr schnell entschlüsselt werden konnten. Aber das ist nichts Neues, das ist nur Geschichte, die sich wiederholt. Denn PGP 1.0 hatte den sogenannten Basomatic-Modus oder Verschlüsselung. Und CryptoCat verbessert sich allerdings auch stetig. Es gibt ein Browser-Plugin, there's an app for that, da gibt es eine App für. Und CryptoCat kriegt sogar ziemlich gute Noten im EFF-Test. CryptoCat stellt dabei die eine Frage, die die anderen Applikationen nicht stellen. Wie kann man aus Krypto was Lustiges machen, was Nettes machen? Ja, es hat Cat im Namen. Also man lernt offensichtlich alles über Katzen, egal ob ihr Katzen mögt oder nicht, aber es ist erstmal ein netter Aufhänger. TextSecure ist das letzte Beispiel, ist auch ziemlich gut bewertet, es gibt auch eine App dafür. Die Möglichkeit ist gut in App Store zu benutzen, weil man darüber das Programm leicht installieren kann. Und TextSecure guckt sich auch Synchronisierungsoptionen an über die Geräte voraus. Es ist mittlerweile in CyanogenMod integriert. Interesting development is on the one side the CyanogenMod integration, so that people will have. Mit dieser Integration können Leute, die CyanogenMod auf Android installiert haben, das Tool als Voreinstellung benutzen. Es ist sehr gut. Es wird etwas kontrovers wird kontrovers diskutiert. Natürlich gibt es auch die WhatsApp-Kooperation. Aber auch diese Möglichkeit ist es immer noch sicherer als gar nichts. Und ich denke, das ganze Problem ist ein Problem Schritt für Schritt und jeder kleine Schritt hilft uns in Richtung Sicherheit zu gehen. Also wir stellen uns die Frage, ihr solltet euch die Frage stellen, wie kann man das verbessern? Es gibt natürlich immer noch einige unbeantwortete Fragen in der Benutzbarkeits- und Sicherheitswelt. Ich kann die natürlich jetzt nicht alle hier ansprechen oder beantworten. Ich möchte auf einige eingehen. Das Endbenutzerverständnis, Identitätsmanagement, die Entwicklungsumgebung. Da gibt es das Problem der Kryptofrickelei. Wie standardisieren, wie einigen wir uns auf einen Algorithmus, auf ein System? Hier ist es wieder die Geschichte, nämlich die sich wiederholt. Im PGP hatten wir RSA, DSA,
die dann ausgewechselt wurden aufgrund von patentrechtlichen Auseinandersetzungen. Dann hatten wir IdeaCast, die wegen Patentgeschichten ausgewechselt wurden. Und jetzt haben wir die Frage, welche ECC-Kurve wir benutzen. Das heißt, es gibt halt immer wieder Fragen. Das ist von Bernstein, der eine komplette Liste veröffentlicht hat, eine ganz verschiedener Kurven und die Sicherheit davon beurteilt. Wie schaffen wir es, dass die ganze Welt sich auf einen einzigen Standard einigt? Können wir auch sichere Sprachen entwickeln? Wie sieht es mit der Benutzbarkeit von Programmierschnittstellen? Und ich habe darüber gesprochen, dass die Benutzbarkeit nicht nur auf der User-Seite wichtig ist, sondern wir sollten uns auch angucken, wie die Benutzbarkeit für die Programmierer ist. Und das Ganze ist nicht nur eine technische Geschichte, sondern da steckt natürlich viel mehr dahinter. Wir wollen auch die Mikrochips, auf denen das Ganze läuft, sicher machen. Weil im Prinzip, wir leben in einem System, der offen ist, in einer Gesellschaft, die offen ist. Und ein System kann sich nicht selbst auditieren. So, was machen wir? Ja? Ich weiß nicht. Das ist der Grund, warum es eine offene Frage ist. Wie können wir sicherstellen die Authentizität von meinem Intel-Prozessor in meinem Laptop? Wie weiß ich, dass diese Zufallsnummer-Generator es nicht swappt? Gut, ich weiß, dass es swappt ist, aber naja. Es gibt die Frage des Identitätsmanagements. Das ist verbunden mit Schlüsselmanagement. Wer hat die Schlüssel? Nochmal. Wer hat die Schlüssel zum Königreich? Ein Weg ist die Automation der Schlüsselaustausch und die Automation der Enkryption. Ein Prinzip ist Vertrauen beim Erstgebrauch. Sie machen einfach Ihre Schlüssel als Attachment, Ihre Key als Attachment zum Schlüssel und die Leute, die diese E-Mail bekommen, nehmen an, das ist zum Vertrauen. Okay, das ist nicht 100% sicher, aber das ist etwas. Ich denke, das ist wirklich die höchste Frage, ist die Interoperabilität. Wie stellt man sicher, dass man seine E-Mails erreichen kann von anderen Geräten? Natürlich, es gibt die Metadaten-Frage. PGP schützt die Metadaten nicht und ihre Route weiß, wo sie letzten Sommer war. Es gibt Tor, es gibt Onion-Routing, aber wie können wir das ausbringen? Es ist eine offene Frage, aber es gibt sehr interessante Recherche, die durchgeführt wird. Dann gibt es die Frage der Introduktion. Ich treffe jemanden bei dem Vortrag, der sagt mir, wer sie sind, aber ich kriege ihre Visitenkarten nicht. Das wäre schön, weil da ist ihr Name drauf. Aber die sagen mir nicht, die werden nicht ihre Sicherheitsfingerprint buchstabieren für mich. Diese SOCO-Dreieck sagt, es ist entweder für Menschen verständlich oder dezentralisiert oder was anderes. Beispiele für Bitcoin zum Beispiel, lots of Zufallsmüll. Ja, Minlock, lots of Zufallsmüll. Können wir uns die merken? Das ist eine interessante Recherchefrage. Ich kann mich an E-Mail-Adressen erinnern, an Telefonnummer erinnern, aber ich kann das mir nicht merken. Ich kann es versuchen. Die letzte offene Frage, ich mir anschauen will, ist die Verständnis. Natürlich, wir wissen, dass alle Geräte überwacht sind. Aber weiß das der Durchschnittsbenutzer? Wissen Sie, was Würmer tun können? Haben Sie diese Bücher gelesen? Wissen Sie, wo GCQ, wo es ist? Wissen Sie, Cupertino als ungefähr dieselbe Mächte? Wissen Sie, dass Sie in einem Glashaus leben?
Wissen Sie, dass Leute werden getötet über Metadaten? Ich denke nicht. Und eigentlich ist es ein Poster der Universität, wo ich meinen Master gemacht habe. Interessanterweise war es gegründet. Bei jemandem, der Pillen gemacht hat. Wie soll ein Benutzer wissen, ob etwas sicher ist oder nicht? Natürlich, wir haben Secure Messages. Es gibt drei Aspekte für einen Benutzer, für das Verständnis. Wissen. So, as I've already mentioned, we can do dummy proofing. Wir können transparente Systeme kreieren. Wir können für den Wissenstransfer können wir uns Metapher nützlich machen, bedienen. Wir können Designsprachen. Und für die Verifikation können wir die Wahrheit in Werbung und wir können Benutzertests machen, durchführen. Weil alle diese offenen Fragen, die ich angesprochen habe, all diese Recherche, die gemacht wurde, ich denke, es fehlt ein sehr wichtiges, zentrales Thema. Das ist die Sicherheitsleute und die Benutzbarkeitsleute, die reden nicht miteinander. Die Open-Source-Entwickler und die Benutzer, die reden nicht genug. Wenn wir eine neue Dawn brauchen, es ist etwas, was wir uns annehmen sollen. So, von meiner Seite, das ist es. Wir können gerne jetzt eine Fragerunde machen. Arne, thank you very much for your brilliant talk. Now, if you have any Danke für diese Talk, Arne. Falls Sie eine Frage haben, bitte gehen Sie zu den Mikrofonen in den Korridoren. Diejenigen, die gehen wollen, bitte gehen Sie sehr leise, sodass wir die Fragen hören können, die gestellt werden. Die am Mic, bitte sprechen Sie langsam, denn die Übersetzer sollen das ohne Problem übersetzen können. Vielen Dank. Wir starten mit Mikrofon Nummer 5 an der linken Seite. Also, erfolgreiche Krypto-Partys werden eine Diskussion über Thread Models. Ist diese App sicher? Ist es nicht sicher? Es geht über Threading und können Sie ein bisschen darüber sprechen? Wie können wir Benutzer Ich glaube, dass es ein interessanter Punkt ist. Eine Geschichte dabei ist, ein großer Teil davon ist, wir können natürlich jede Menge Krypto-Partys veranstalten, aber wir werden niemals genug Partys veranstalten. Wenn du Glück hast, kannst du 100 Leute bei einer Krypto-Party was beibringen. Aber es wird jede Menge Party benötigt, um das zu schaffen. Zum anderen, die Bedrohungsszenarien, die wir ansprechen müssen, ist sehr hilfreich, weil wir das im Kopf behalten müssen. Aber zuerst brauchen die Benutzer ein Verständnis von der Architektur von E-Mail zum Beispiel, wenn sie einfach nur denken, dass die E-Mail magischerweise von Computer zu Computer springt. Das ist also unmöglich. Wir müssen ihnen beibringen, wie E-Mail generell funktioniert. Vielen Dank. Mikrofon Nummer 3, bitte. Vielen Dank für diesen Vortrag. Etwas habe ich in Ihrer Folien vermisst. Das ist die Sprache, die wir benutzen, um Konzept in GPG und PGP zu beschreiben. Ich weiß, es gab ein Paper letztes Jahr über, warum King George kann nicht verschlüsseln. Der wollte eine neue Sprache anbieten. Denken Sie, dass solche
Denken Sie, wir bleiben stecken mit eben dieselbe Sprache immer. Ich denke, das ist eine gute Frage. Okay, das ist eigentlich die Frage, welche Metaphern wollen wir benutzen? Ich glaube, wir sind ziemlich gefangen von der Sprache, die wir im Moment benutzen. Allerdings macht es auch keinen Sinn, in die Zukunft zu gucken für alternative Modelle. Ich habe ein Paper geschrieben, das sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, das zum Beispiel die Metapher des Handshakes, des Händeschüttelns analysiert. Man könnte es auch als Ring oder als Armband benutzen oder als Smartwatch benutzen. Können wir dieses Händeschütteln als Aufbauen von Vertrauen beschreiben? Das wäre vielleicht eine etwas bessere Erklärung als Webs of Trust oder das Unterschreiben von Schlüsseln. Also dieses Konzept müssen wir den Benutzern beibringen. Vielen Dank. Da hinten. Danke. Eine Frage vom Internet. Jemand vom Internet möchte wissen, kennen Sie diese PEP, Pretty Easy Privacy Projekt? Was meinen Sie darüber? Eine andere Frage vom Internet. Wie wichtig ist der Vertrauen-Ebene der Krypto für Sie? Es gibt also einen Screenshot von dem PPE-Projekt in den Slides, in der PowerPoint. Warum zum Beispiel WhatsApp ziemlich schlecht und unsicher ist, ich stimme dem natürlich zu. Und ich habe mir das PPE-Projekt angeguckt. Ich glaube, es ein interessanter Ansatz ist. Allerdings muss ich mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Die zweite Frage. Wie wichtig ist Vertrauen in Kryptographie? Ich glaube, dass es eine sehr wichtige Frage ist. Vor allem die Frage, wie bauen wir soziale Systeme, soziale Kontrolle, die vertrauenswürdig sind in Bezug auf Kryptographie. Wie fortgeschritten ist die Advanced Crypto Competition? Jeder war aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Das ist zum Beispiel genau das Gegenteil von dem, was sonst passiert, dass also man hier über die Öffnung des Prozesses geht, die sonst immer im Stillen stattfindet. Das ist also eine Art von Krypto, von der wir ausgehen sollten. Aber die Krypto wird natürlich auch ausgehend von anderen Systemen entwickelt. Und da wäre es vielleicht wichtiger, da Vertrauen aufzubauen. Vielen Dank. Jetzt Mic Nummer 2, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihren sehr, sehr guten Vortrag. Ich möchte wissen, was zu tun mit Rückmeldung über Unbenutzbarkeit in Open-Source-Software. Also Sie machen etwas on GitHub, Sie sind mit einer Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig nicht kennen. Jemand publiziert was anderes. Wie wissen wir, dass diese Software Benutzbarkeit ist? In kommerzieller Software, es gibt alle möglichen Hinweise im Website, im Hub. Das ist Feedback für die kommerzielle Reseller. Aber in Open-Source, wie kriegen Sie diese Informationen zusammen? Wie benutzen wir sie? Gibt es eine Möglichkeit, dieses nett zu machen. Ich habe noch nichts darüber gesehen. Es ist ein Grund, warum Open Source ist weniger benutzbar wie kommerzielle Software? Es kann sein, dass es daran liegt. Aber um deine Frage zu beantworten, wie man erkennen kann, ob eine kommerzielle Software benutzer ist, eine Möglichkeit, das zu erkennen, ist, wie viel Info kriegst du zurück? Aber wenn du etwas total Unbenutzbares nach da draußen rausschickst, werden die Statistiken, die du zurückkommst, auch wie scheiße aussehen. Der beste Ansatz wäre also, von Anfang an Usability-Benutzererfahrung mit einzukalkulieren, in das Produkt zu integrieren. Also sogar wenn du Sicherheit für Endbenutzer haben möchtest, glaube ich, dass es immer noch ganz einfach möglich ist, um die Leute im Labor zu beobachten, wie benutzen sie die Systeme und welche Systeme funktionieren gut. Also Sie sagen, man sollte nur veröffentlichte Open-Source-Software für Benutzer, wenn es ist auch getestet in einem Lab?
Well, I think this is a bit the discussion of do we just allow people to build houses? Das ist die Frage natürlich. Wollen wir die Leute einfach Häuser bauen lassen, so wie sie wollen, oder sollte es dafür Regeln geben? Dieser Vorschlag, Softwareentwickler dafür verantwortlich zu machen, was sie da probieren, das wurde schon vor langer Zeit gefordert. Die Frage ist, wie sollte das aussehen? Und wie sollte das vor allem aussehen in einer offenen Software-Community? Ich habe keine Antwort direkt darauf, aber es ist eine wichtige Vielen Frage, Dank. Die man sich angucken muss. Vielen Dank. Nummer eins, bitte. Sie sagten, dass Anbieter, es gibt Systeme, die ein bisschen Sicherheit anbieten. Es ist immer besser als gar keine Sicherheit. Meine Frage, es ist nicht eigentlich schlimmer, weil es ein falsches Sinn von Sicherheit gibt und dann die Leute benutzen unsichere Systeme am Ende. Die denken, ja, wir haben Sicherheit, es reicht, aber vielleicht reicht es nicht. Ich stimme dir vollkommen zu, aber momentan haben wir Leute, denken, dass E-Mail einfach von PC zu PC springt. Und von den Studien, die ich gemacht habe, kann ich dir sagen, dass einige Leute, immer noch viele Leute gibt, die denken, E-Mail ist sicher. Also man würde ihnen schon ein größeres Gefühl von Sicherheit geben, wenn man ihnen ein sichereres Programm gibt, aber es wäre immer noch sicher als die unverschlüsselte E-Mail. Eine andere Frage vom Internet. Ja, vielen Dank. Eine Frage vom Internet. Welche Krypto würden Sie Ihrer Großmutter vorschlagen, empfehlen? Ja, das ist nicht so einfach. Bedauerlicherweise ist meine Großmutter schon gestorben. Ihre Geheimnisse werden also sicher bleiben. Ich glaube, so etwas wie, wo Krypto schon per Default eingestellt ist, wie iMessage, das natürlich auch Hintertüren hat, aber das ist immer noch sicherer als eine ganz einfache SMS. Also ich würde meine Oma darauf hinweisen, ich würde mir zuerst angucken, was sie zur Verfügung hat. Und dann würde ich mir angucken, was ist das sicherste und immer noch benutzbarste. Vielen Dank. Also Mikro Nummer 3, bitte. So, nur ich frage mich nur, Sie sagten, es gibt ein Problem mit fehlender Voreinstellung von GPG und Betriebssysteme. Aber ich denke, das ist mehr ein Problem mit Betriebssystemen, Sie wählen, weil ich weiß kein Linux-System, das kein GPG installiert hat per Voreinstellung, wenn Sie benutzen die normale Workstation-Setup. Ich denke, du hast deine Frage selbst beantwortet. Linux. Ja. Linux is not yet widely default. I mean, I would love it to be, but ich wünsche, es wäre so. Ich schicke eine E-Mail zu Microsoft und sage, na, installiere GPG per Voreinstellung. Die werden auf mich nicht zuhören. Die werden auf mich nicht hören. Ich denke, für uns alle, wir sollen viel mehr zusammen mit Microsoft. Even wenn Microsoft der Teufel für die meisten, sollen wir darauf hinarbeiten. Wir sollen mehr uns bei Microsoft melden und wir sollen mehr fragen, dass sie GPG per Voreinstellung in ihre Produkte integrieren. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Es ist noch nicht auf besonders hohem Level angekommen. Aber zum Beispiel, ich habe die EFF Scorecard hier öfters angesprochen und das ist eine Möglichkeit, Druck zu erzeugen, um Entwickler zu ermutigen, Sicherheit per Voreinstellung zu garantieren. Eines der größten Probleme ist das Benutzer zurzeit. Das sehen, dass Entwickler sagen, mein System ist sicher. Aber was heißt das eigentlich? Können wir sie darauf verpflichten, dass sie tatsächlich die Wahrheit sagen? Also so etwas wie Wahrheit in Werbungsklauseln
claims. Halten Sie tatsächlich das, was Sie versprechen, ganz einfach? Und wenn Sie es nicht halten, können wir Sie verklagen? Können wir also einen Sicherheitsriegel da einschieben? Also, wir haben zwei weitere Minuten übrig, also zwei weitere Fragen. Ja, also jedes Sicherheitssystem hat Fehler, ist fehlerhaft. Was für Arbeit wurde gemacht? Wie können die Benutzer von Fehlern recovern? Alles wird fehlerhaft sein. Ihr bester Freund wird ihre Schlüssel auf ihren Computer sniffen. Ihre Kinder werden. Was ist, wenn allgemein jemand auf ihre Sicherheitsinformationen schaut? Also verschiedene Aspekte dieses Problems. Aber soweit ich weiß, aber ich glaube, niemand hat sich das generell mal angeguckt. Es gibt da keine Feldstudien, was passiert, wenn die Schlüssel kompromittiert werden. Also wir haben natürlich einige Geschichten, wo so etwas schon passiert ist. Aber es gibt keine strukturierten Untersuchungen zu dem Thema. Okay, danke. Nummer 3. Ja. Sie haben erwähnt MailPy als Stepping Stone, als Starteingang. Sie haben auch gesprochen über den Durchschnittsbenutzer. Sollten wir darüber sprechen, wie können wir Verschlüsselung transparent für den Benutzer machen? Warum sollen die Benutzer sich darüber scheren? Sollte es nicht einfach eingebettet in die Protokolle sein? Sollen wir nicht lieber darüber sprechen, wie wir aufhören sollen, unsichere Protokolle zu benutzen? Sie sprechen ein bisschen darüber, dass es in die Default-Einstellung, in die Voreinstellung reingenommen werden soll, aber sollen wir nicht mehr... Ich glaube, wir sollten wirklich darauf hinarbeiten, wie wir Sicherheit per Voreinstellung bekommen. Ich habe es kurz erwähnt, dass die Transparentmachung auch eine Gefahr bedeuten kann. Systeme sollten transparent, das ist so ein bisschen Marketing-Sprech. Wir wollen unsere Prozesse nicht komplett transparent gestalten, denn wir wollen auch mit den Systemen interagieren, wir wollen gucken, wie sie funktionieren, vor allem wie sie funktionieren sollten. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, das auszubalancieren. Aber so etwas kann man natürlich durch Benutzerfreundlichkeitsstudien und so weiter ausprobieren. Vielen Dank. Danke für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Vielen Dank, dass Sie die Information mit uns geteilt haben. Ein warmer Applaus.